Ihr Stinker, ich bin jeden Tag auf Twitch live. Geil! Was knapp, ihr stinkenden Stinker? Wir schauen uns heute die 5 Gründe an, warum du niemals einen Disney-Film anhalten solltest. Ich bin sehr gespannt, Alter. Danke für die ganzen Nachrichten, was mein Arm angeht. Wenn euch dieses Video gefällt, Leute, lasst ein Like, dann schaffen wir 555 Likes. Und ganz wichtig, falls ihr neu seid, abonniert den Kanal kostenlos. Das ist das beste Weihnachtsgeschenk, was ihr mir machen könnt. Let's go rein da. Wir starten das Video. Hallo zusammen. Wir sind uns absolut sicher, dass ihr seit eurer Kindheit zumindest einen Zeichentrickfilm gesehen habt. Allerdings glauben wir auch, dass ihr nicht nur einen, sondern viel mehr Zeichentrickfilme kennt. Ihr müsst schon zugeben, dass die Animationen von Disney, Pixar oder anderen Filmstudios total spannend sind und es sehr schwer fällt, einfach wegzuschauen. Ich find's irgendwie voll gruselig, wie gut das mittlerweile schon ist, Alter. Wie krass die Qualität ist von so Disney-Filmen und sowas. Das ist viel zu heftig, Alter. Vergleich das mal mit vor 20 Jahren, das ist krank. Mal passiert es aber, dass wir uns ablenken lassen und auch den interessantesten Film mal auf Pause stellen müssen. Dann gelingt es ab und zu, außergewöhnliche Standbilder zu finden, sodass ihr vor Staunen euren Mund ganz weit öffnen müsst. Genau wie Riley aus Alles steht Kopf. Wir wollen euch aber nicht zu lange warten lassen. Hier kommen die 5 schockierendsten Standbilder, die ihr ohne uns sicher nicht bemerkt hättet. Lass uns loslegen. Okay, Digga, ich bin gespannt. Schockierende Standbilder. Was soll das denn heißen, Junge? Die 3 kleinen Schweinchen. Okay. Der Zeichentrickfilm über die 3 kleinen Schweinchen, der auf einem bekannten Märchen basiert, wurde von Disney schon im Jahr 1933 herausgebracht und sieht heutzutage etwas seltsam aus. Außerdem ist er auch brutal, aber da kann man nichts machen. Es gab früher eben auch solche Märchen. Doch was ihr sicher in keinem Kinderbuch, sondern nur in einem Zeichentrickfilm finden werdet, ist ein sehr schwarzer Humor. Wie soll man es sonst bezeichnen, wenn im Haus des 3. Schweinchens auf der Wand nicht nur das Porträt der Mutter hängt? Es übrigens darauf hindeutet, dass die Figuren auch Geschwister haben. Also, es gibt nicht nur das Porträt der Mutter, sondern auch, kurz mal auf Pause schalten, es gibt auch ein Porträt des Vaters, aber in Form von Würstchen. Wow, Disney, das war hart. Okay, okay, also du sollst nicht pausieren, weil du siehst, dass an einer Stelle halt der Vater schon zu einer Wurst gemacht wurde. So, als Ding so. Okay, okay, wir fangen jetzt sneaky an, Alter. Wir fangen, gebe ich auf der schockierenden Marki-Skala eine 2 von 10, war jetzt nicht zu krass, okay? Wenn man es näher betrachtet, wird einem klar, dass es 2 Porträts vom Vater gibt. Das zweite, in Schinkenform, hängt neben dem Kamin. Okay, okay, der Schinken hat es nochmal besser gemacht. Eine 4 von 10, Digga, Alter. Der Schinken hat es geiler gemacht. Die Wurst am Anfang okay, aber er ist Schinken und Wurst geworden, Digga. Das und Frauen und Piraten. Captain Hook ist am Tod von Ariels Mutter schuld. Und wenn ihr jetzt überlegt, woher wir diese seltsame Information haben und was das eigentlich soll, dann lasst uns einfach ein paar Standbilder ansehen. Okay. Schalten wir zunächst Peter Pan ein und finden dort ein Piratenschiff. Da ist es. Nicht so toll wie die Black Pearl, aber für einen Kinderfilm reicht das schon. Legen wir das kurz beiseite, aber nicht zu weit, und sehen wir uns einen anderen Disney-Film an. Dieser ist im Jahr 2008 herausgekommen. Ja, wir wissen schon, okay. Verfilmungen ist nicht jedermanns Sache, aber die Handlung interessiert uns gar nicht. Uns genügt schon eine Anfangsszene, wo es klar wird, dass Ariels Mutter von den Piraten umgebracht wurde. Da ist ihr erschrockenes Gesicht und da ist schon das Schiff, das... Hoppala! Drücken wir auf Pause und vergleichen wir das mit dem Standbild aus Peter Pan. Die Schiffe sehen einander irgendwie zu ähnlich. Sie wurden wohl kaum bei einem Schiffausverkauf im Supermarkt für Piraten gekauft. Und obwohl die Aufdeckung dieses... Warte, was? Okay, also wenn du Stand drückst, dann siehst du, dass Captain Hook sein Schiff von Ariel die Eltern quasi... Das ist das gleiche Schiff, so, oder? Das sieht man, wenn man Stand drückt, dann kann man es genau vergleichen. Das Geheimnis, die Wahrnehmung der beiden Geschichten nicht beeinflussen wird, werdet ihr trotzdem viel mehr wissen als andere Zuseher. Und Captain Hook ist jetzt noch zu einem größeren Bösewicht geworden. Okay, krass. Also, wir stellen mal vor, das war wirklich mit Absicht so gemacht, dass sie genau das gleiche Piratenschiff genommen haben. Oder die haben das einfach genommen, weil die zu faul waren, ein neues zu zeichnen. Dagobert Duck und die Mystik. Wenn ihr den Film Illuminati gesehen oder davon zumindest etwas gehört habt, müsst ihr sicher das Wort Illuminati kennen. Dies ist die Bezeichnung für eine geheime Gesellschaft, die in Deutschland bereits im 18. Jahrhundert gegründet wurde und seitdem zu einem der Lieblingsthemen unter den Verschwörungstheoretikern zählt. Und es scheint, als hätte sich einer davon... Was? Illuminati wurde in Deutschland gegründet? Was? Das wusste ich gar nicht. ...an die Zeichentrickfilme rangemacht. Schaut euch die Szene aus DuckTales an, die 1989 gedreht wurde. Wichtig ist, dass ihr rechtzeitig auf Pause klickt. Hier kommt Dagobert zum Arzt und sitzt auf der Wartebank. Hinter seinem Rücken kann man ein Plakat sehen, der die Sehkraft misst. Allerdings sind dort keine Buchstaben, sondern... Zoomen wir das Video und schauen wir es uns genauer an. Da ist eine seltsame Phrase, um das Sehvermögen zu überprüfen. Fragt über die Illuminati. Wem diese Botschaft gilt, bleibt ein Geheimnis.
Sie gilt aber sicher nicht den Enten im Krankenhaus. Was? In Mickey Mouse? So bei Dagobert Duck haben die einfach hingeschrieben, frag wegen den Illuminati nach? Was? Digga, da ist safe irgendein Anhänger oder so drin, so ein Tom Cruise, Alter. Der Tod des Gaston. Seltsam. In den meisten Zeichentrickfilmen wird der Tod meistens nicht gerne gezeigt. Außer der von Mufasa, versteht sich. Aber ansonsten sterben die schlimmsten Bösewichte immer hinter der Kamera, damit die naiven Zuschauer glauben, dass sie einfach mal weggingen, um zu spazieren. Mhm. Manchmal können sich die Zeichner nicht zurückhalten und zeigen den Tod einer Figur, aber so kurz, dass man ein Standbild braucht, um es zu verstehen, was gemeint ist. So geschah es auch bei der Kampfszene zwischen Gaston und dem Biest in Die Schöne und das Biest. Okay. Vielleicht wird einer unserer Zuschauer sagen, dass man hier nichts erkennen kann, weil es so stark regnet. Doch uns interessiert nicht die Schlacht an sich, sondern ein ganz kurzer Moment, bevor Gaston vom Dach des Schlosses hinunterfällt. Da schwingt er mit den Flügeln und... Und dann? Habt ihr es nicht bemerkt? Nö. Na gut, dann noch einmal, aber langsamer. Vor jetzt dem Fall gespannt. Sieht man in den Augen des Bösewichtes die Schädel, was auf das Ende der Geschichte deutet. Pfui, grauslich. Lol, Digga, das ist so ein kleines Detail, was du auch nur siehst, wenn da pausiert wird. Bro, das ist halt so ein winziges Detail. Ist ja crazy. Ist ja übercrazy. Alter, das überhaupt rauszufinden erstmal. Da musst du ja wirklich in dem Moment stoppen, sonst siehst du das nicht. Die Finger der Prinzessin. Was kann schöner als eine romantische Liebesgeschichte sein? Egal welches Märchen euch besser gefällt, Aschenputtel oder Dornröschen, sie alle lassen niemanden kalt. Insbesondere, wenn ihr auf Pause drückt und ein paar Szenen genauer anschauen wollt. Nein, wir zwingen euch nicht nach etwas Anstößigem zu suchen, aber ihr werdet ganz bestimmt etwas Gruseliges entdecken. Okay. Seht euch diese Szene aus dem Zeichentrickfilm über die Meerjungfrau genauer an. Ja. Merkt ihr etwas? Okay, und hierbei Die Schöne und das Biest. Oder hier? Und wenn man rechtzeitig auf Pause drückt und skeptisch genug ist, stellt sich was die Frage, denn? Warum die Prinzessinnen alle keine Fingernägel haben. Ist das eine königliche Genmutation? Warte, was? Die haben ja wirklich keine Fingernägel. Bro, die haben ja wirklich keine Fingernägel. Oder eine sehr brutale Methode, wie die in China, als die Mädchen die Beine verbunden waren. Ach ja, übrigens mussten sich nicht nur Prinzessinnen dieser Behandlung unterziehen, sondern auch ihr engster Bekanntenkreis. Seht euch diese drei Prinzessinnen aus Dornröschen an. Eigentlich handelt es sich hier um eine vereinfachte Zeichnung, um den Zeichnern die Arbeit ein wenig zu erleichtern. Aber sobald man so etwas einmal gesehen hat, bleibt es für immer im Gedächtnis. Hä, aber nicht jeder hat keine Fingernägel, also nur die. Oder hat jeder in diesem Film dann keine Fingernägel? Weil so wie ich es verstanden habe, haben die nur bei denen gespart, was irgendwie nicht so Sinn macht. Und welche eigenartigen Standbilder kennt ihr sonst noch? Erzählt uns darüber in den Kommentaren und vergesst nicht, gefällt mir zu drücken. Okay, krass. War ein sehr cooles Video, also waren ganz coole Screenshots. Hab mir ein bisschen was anderes vorgestellt gehabt vom Titel, also ich dachte, da kommt jetzt ein bisschen was anderes auf uns zu. Aber es war trotzdem sehr, sehr cool, Leute, Alter. Deswegen lasst ein Like da auf jeden Fall, lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Checkt Mentale Zuflucht ab und dann würde ich sagen, dass wir uns morgen wiedersehen bei einem neuen Video von dem allerechten Gipsjungen, der zu blöd war, sich nach einem Bruch zu beherrschen und sich den Arm nochmal gebrochen hat.